Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute möchte ich dir einmal Revolut näher vorstellen. Viel Spaß beim Schauen. Um ehrlich zu sein, war ich kein großer Revolut-Fan. Man muss sich aber manchmal auch mit den Dingen beschäftigen, die man nicht unbedingt besonders mag, weil sie gewisse Vorteile mit sich bringen. Ich möchte heute ein paar Vorteile aufzeigen, möchte aber nicht allzu tief in die Details reingehen. Wenn du hier mehr drüber wissen möchtest, dann lass mir kurz die Info in den Kommentaren da. Dann können wir uns gerne den ein oder anderen Punkt anschauen. Warum sollte man Revolut nicht vernachlässigen? Im Endeffekt ist es ein kostenloses Konto, wo du nicht nur eine Kreditkarte, sondern sogar eine ganz normale IBAN hast und von hier aus Überweisungen tätigen kannst. Das Schöne ist, du kannst unterschiedlich deine Karte aufladen. Du kannst sie per Kreditkarte aufladen, per Überweisung aufladen, aber auch Apple Pay geht. Und damit bezogen kann man natürlich auch verschiedene Cashback-Karten einbinden und so trotzdem Cashback generieren, obwohl man am Ende des Tages nur eine Überweisung machen möchte. Wie das Ganze funktioniert, was es zu beachten gibt, falls da Interesse für ein Video besteht, gerne einmal in den Kommentaren da lassen, dann zeige ich dir das Ganze noch einmal im Detail, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte heute auf den Punkt Zinsen und Sparen eingehen. Wir haben uns in den vergangenen Tagen schon über die Zinsen unterhalten. Du weißt, sie steigen stetig in die Höhe und bei Trade Republic gibt es aktuell 4%. Wenn du hingehst und sagst, ich bin aber schon bei Revolut, ich habe keine Lust auf Trade Republic oder mir gefällt Trade Republic nicht so, ich wäre gern bei Revolut, dann hast du einerseits die Möglichkeit, dich unten über den Link in der Videobeschreibung anzumelden. Schreib mir bitte kurz vorher, dann können wir uns die Prämie aufteilen. Die liegt immer so zwischen 70 und 80 Euro. Das Einzige, was du machen musst, ist eben das Konto erstellen und dann dreimal mindestens für 5 Euro irgendwo irgendwas bezahlen. Wenn das alles abgelaufen ist, der Bonus mir gut geschrieben worden ist, dann können wir uns gerne das aufteilen. Es gibt leider für den Geworbenen sonst keine Prämien. Wir möchten das Ganze aber ja trotzdem ziemlich fair halten. Schreib mir da gerne über Telegram oder natürlich auch per Mail, alles unten in der Videobeschreibung. Und dann können wir das Ganze verifizieren. Du kannst hier natürlich in Kryptowährungen alles Mögliche investieren, auch in Aktien und Co. Aber mir geht es heute um die Zinsen. Je nachdem, in welcher Stufe du bist. Es gibt die Standardstufe, da bist du bei 3,08% für Euro. Dann gibt es die Plusstufe, da bist du bei 3,23%. Du siehst, für die anderen gibt es natürlich mehr. Aber wir möchten hauptsächlich Euro einzahlen und nutzen. Dementsprechend fokussieren wir uns auf Euro. Dann siehst du hier bei Premium 3,68%. Und bei Metall 3,83%. Die Metall ist auch die letzte Karte, die man an sich nutzen sollte. Die kostet maximal 14 Euro im Monat. Denn die Ultra, da bist du schon bei 60 Euro im Monat und bekommst nur 3,93%. Da muss ich fairerweise sagen, Trade Republic ist kostenlos und da gibt es 4%. Dementsprechend definitiv kein Abo, um die Prozente zu bekommen. Das Schöne an der Geschichte hier ist, ähnlich wie bei Nexo, du bekommst das Ganze täglich ausgezahlt. Wo wir beim Stichpunkt Nexo sind, Nexo ist natürlich auch eine sehr gute Alternative, wo du hingehen kannst und 7% an täglichen Rewards bekommen kannst. Natürlich, du bekommst nicht 7% pro Tag, sondern 7% pro Jahr, aber täglich ausgezahlt. Je nachdem, wie viel du einzahlst, ist das Ganze natürlich eine schöne Sache und für mich eine sehr gewinnbringende Sache, denn es lohnt sich, jeden Cent immer zu ehren und zu sparen und am Ende des Tages macht Kleinvieh auch Mist. Wie funktioniert das Ganze? Du musst einmal oben auf den Reiter gehen, wo Konten, Karten und Co. steht. Dort findest du dann Erspartes bzw. Sparen. Da musst du mal schauen, wie das Ganze bei dir aussieht. Ich finde die App ein wenig unübersichtlich und dann bekommst du so eine Übersicht. Das siehst du jetzt auch hier nochmal. Vermehre mit Sparen dein Geld. Dort musst du dich kurz nochmal verifizieren. Das heißt, deinen Beruf angeben, ob du in den USA steuerpflichtig bist und so Sachen. Aber auch das ist innerhalb von 3 Minuten erledigt und zwischen 10 und 30 Minuten wird dann eben dein Konto überprüft. Wenn alles passt, wirst du freigeschaltet und dann kannst du dein Geld von deinem Konto, was eben Revolut zum Beispiel ist, einfach jederzeit das Geld auf dein Sparkonto rüberschieben. Dort bekommst du dann, wie gesagt, im schlimmsten Fall, wenn du das kostenlose Konto hast, die 3,08%. Wichtig hier, du musst das Ganze aktivieren. Wenn du das einfach nur bei dir liegen lässt, dann bekommst du leider gar nichts. Ist bei Trade Republic leider genauso. Nur bei Nexo bekommst du, ohne was zu tun, ganz einfach 7%. Wenn du ein Vergleichsvideo haben möchtest, wo es die meisten Prozente gibt oder wo die Preis-Leistung am besten ist, dann auch gerne das
das in die Kommentare, dann können wir natürlich auch darüber noch einmal ein Video machen. Wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich brauche das Geld, ich muss mir irgendwas kaufen, dann kannst du das innerhalb von Sekunden wieder auf deine Hauptkarte oder dein Hauptkonto rüberschieben und hast das Geld zur Verfügung und kannst damit anstellen, was du möchtest. Das Schöne an Revolut muss ich jetzt einfach nochmal so hervorheben, es wurde an fast alles gedacht. Du hast zum Beispiel, wenn du Überweisungen tätigst, immer eine Echtzeitüberweisung. Es kommt also bei deinem Gegenüber innerhalb von Sekunden an. Was mir persönlich hier fehlt oder ich einfach zu blind bin, ist eine vernünftige Fotoüberweisung. Man kann nämlich nur einen QR-Code scannen, mit dem komme ich, aber in den meisten Fällen leider nicht wirklich weit. An der Stelle möchte ich das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Du hast also hier mit Revolut definitiv eine sehr gute Bank mit sehr guten Prozenten, wo du sehr viel definitiv rausholen kannst. Wie gesagt, wenn dein Interesse mit dem Cashback-Konto noch besteht, dann auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn da genug Interesse da ist, kommt die Tage nochmal das Video, wie du zusätzlich Cashback generieren kannst. Falls nicht, dann eben nicht. Und dann sehen wir uns natürlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.